Metal-Freunde und herzlich willkommen zurück bei Best of Skyrim, mittlerweile Part 13. Ja, Freunde, ich danke euch erstmal wieder, dass ihr natürlich eingeschaltet habt hier bei meinem Kanal. Und ja, es geht gleich weiter, ne? Denkt immer dran, unten ist natürlich der Lachen Games verlinkt. Schaut gerne bei ihm vorbei, wenn euch das gefällt. Ja, wir quatschen gar nicht lange rum, wir gucken gleich rein. Vorher gibt es natürlich noch die Mitglieder ab Level 5. Nämlich haben wir der wiege geile Furzknoten. Wommel kann nicht lesen, ne? Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Oh Gott, El Pizzarella. Ich werde jetzt jedes Mal über diesen Namen stolpern. Haut ist keine Emotion. Raccoon, Sebastian, Scoro, Vollkaputt, Krapfenlord, 1510, Haratz, German Grizzly, Konsolenbuddy, Auf Anfang, der AM, BX und der Internet-Kaschbar. Es sind ganz schön viele geworden. Und ein besonderes Dank geht natürlich raus an die Warhammer 10-Mitglieder, das Krokettensilo. Bianca Katzenmoor, der Buttergolem ASB, der Dodo, Xenomorph, Oberpfalz-Hater und der brennende Mikrowellenwaffen. Vielen lieben Dank für euren sehr, sehr ehrenhaften Support. So, wir gehen jetzt mal rein. Let's go. Metal-Leute, Servus und ein herzliches ist klar. Ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, es ist ein bisschen wie dieses Meme mit dem Kind, es wird halt nicht alt, ne? Also ja, ja, da läuft eine Ziege gegen Zaun. Es ist halt ein altes Spiel, das kann man, glaube ich, verzeihen. Manchmal fragt man sich schon. Falkenring heißt es, genau. So. Ich erinnere mich. Leute, ich erinnere mich. Was hat er das letzte Mal gesagt? Falkenstadt oder so? Oder Nee, Fallgenau hat er, glaube ich, gesagt oder so. Oh, ey, da hätte ich wahnsinnig werden können. Ich saß hier und dachte, der meint doch nicht wirklich Falkenring, oder? 400 Stunden, Leute. Dürft ihr einfach nicht vergessen. 400 Stunden. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, hier unten kann man, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, hier kann man irgendwas verzaubern. Halle der Toten. Ist hier ein Zaubertisch? Nö. So. Ist klar, was es nicht so nagelfest ist. Ist klar, was es nicht so. Ach, der ist leer. Hatten wir da schon reingeguckt? Ja. Ja, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, offensichtlich. Gut. Na gut, Rainer, das wissen wir lange. Das ist nicht jetzt unbekannt oder so. Alles gut, Rainer, nichts Neues. Ach, hatte man irgendwo einen Tisch, wo man verzaubern konnte in der Ortschaft hier? Das weiß ich jetzt gar nicht. Im Lagerhaus des Jahres, Langhaus nennt man das, so, egal, wie konnte er das Etzertla übersehen, ne? Ja, ich erinnere mich, da ist er direkt vor dem Verzauberungstisch gelaufen und hat ihn dann nicht gesehen. Ich möchte jetzt noch einmal ein paar Worte über diese Qualität des Let's Plays verlieren. Also, ne, es ist natürlich pixelig ohne Ende, das finde ich schon schlimm. Dann halt Rainer sein, naja, das Moderieren des Let's Plays, nenne ich es jetzt mal, wirklich Katastrophe. Aber wirklich am allerschlimmsten finde ich einfach, man hört dieses Spiel nicht. Man hört dieses Spiel nicht. Man hört Rainer, man hört Rauschen von seinem Staubsauger-PC und das war's. Und das macht mich so mad. Also, wie man wirklich so einen Anspruch hat, ich verstehe es jedes Mal nicht. Ja, dass man, wenn man schon Let's Plays macht, ja, und da sich schon nur ein paar Leute für interessieren, dass man die wenigstens ordentlich machen möchte. Ich verstehe das wirklich nicht. Mal das speichern. So. Ey! Und hiervon hätte ich gerne den Anführer der Glutsplitter. Ich glaube, das war die richtige Mission. Wir müssen jetzt automatisch hier runtergebeamt werden. Beth? Ist es hier oben? Okay. Ach komm. Achso, ich habe das, weiß keiner, bis ich in der ersten Folge gesagt habe schon, also in der ersten Folge der Aufnahmesession. Es kann sein, dass ich heute ein oder zwei Anrufe kriege. Und kann also sein, dass ich zwischendurch mal kurz weg bin. Beziehungsweise zwischendurch. Guck mal, Rainer, das ist doch gar kein Problem. Behalt das doch für dich. Und wenn es passiert, dann setzt du einfach einen Cut. Ja, und wenn dir das ganz nötig ist, das deinen Zuschauern zu erzählen, dann sagst du einfach nach dem Cut: Sorry Leute, ich musste kurz weg, wurde gerade angerufen. Solche Sachen, Rainer. Professionalität.
Mein Handy klingelt. Das kann ich leider nicht ändern. Das ist leider sehr, sehr wichtig. Kann aber auch gut sein, dass es gar nicht vorkommt. Dann pausiert das Spiel und schneid es raus, Alter. Schneiden viel zu anstrengend mittlerweile tatsächlich. Wie ich gerade sagte, ne? Auch solche Sachen werten halt ein Let's Play auf, wenn man merkt, da gibt sich jemand Mühe und sagt nicht zwischendurch, ja, gleich klingelt das Telefon, meine Freundin aus Denkende wird mich anrufen, ne? Und ich werde das natürlich nicht rausschneiden, ne? Ganz klar, also, das ist der Weg, Rainer. Ach, die, also, das, ach so, siehst du, das wollte ich noch sagen. Viele, viele Leute haben sich beschwert wegen den vielen Unterbrechungen mit diesem dumm, 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 dumm. Das wurde scheinbar jetzt abgeändert. Find aber auch, diese Unterbrechungen sind deutlich zu lang, muss ich auch ehrlich gestehen. Ne, viele haben auch gesagt, die Memes sind relativ unlustig. Das finde ich meistens gar nicht. Ich kann halt über viele Sachen, vielleicht liegt das auch an mir, aber ich finde die ganz lustig. So viel dazu. Hatten wir hier jetzt schon Leute abgemurkst? Mir war so. Verdammt. Halt, was war denn das jetzt? Was war denn das für eine Aktion? Hat er irgendwie. Wirklich, wie kann man, also ich muss auch jetzt nochmal hier einen Rant loslassen. Wie kann man, wenn man schon auf wirklich leicht spielt? Ich glaube, er spielt auf leicht oder auf sehr leicht oder auf normal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht auf einer krassen Schwierigkeit. Wie kann man, wenn man schleicht und Bogenschütze ist, so unnormal schlecht sein? Wirklich, der steht vor ihm und er schießt über ihn drüber. Das macht mich alles fertig. Einen Pfeil abgeschossen, weil sonst hätte ich ihn nicht getroffen. Ist schon überaus praktisch, wenn man irgendwann seine eigenen Pfeile herstellen kann. Dann hat man dieses Geficke dann da immer. Dann hat man dieses Geficke dann da immer. Und das war's. Ich weiß, ich bin immer. Da war, pass auf, ich erkläre das kurz, ja, die Leute lachen dann wieder mal, Rainer. Da war bestimmt noch eine Fliege irgendwo in der Luft und die wollte natürlich noch abknallen für XP, ist da ganz klar. Sehr ruhig, tut mir leid. Ich finde, es passt eigentlich auch irgendwie ganz gut dazu. So. Ach komm, was soll's. Ich möchte im Idealfall immer vermeiden, ins Wasser zu gehen. So. Gut, dann hätten wir das auch. Man muss immer schauen, dass man die möglichst abmurkst, bevor die irgendwo. Hä? Achso, wahrscheinlich habe ich den Schlüssel gefunden. Könnte ich jetzt von ausgehen. Hilfe. Hä? Achso, mit Schlüssel, ja. Bin schon gewundert gerade. Der Typ. Ja, schade eigentlich, weil es wäre ohne Schlüssel besser gewesen, weil wir dann Erfahrungspunkte gekriegt hätten. Bleib stehen. Na komm. Alter, war der schön oder was? Sehr schönes Ding. Sehr. Ja, Rainer, sehr schönes Ding. Der hat sich ein bisschen bewegt und du hast vor ihn gezielt. Das hätte niemand anders jetzt hinbekommen. Es war ein sehr schönes Ding. Ein sehr schönes Ding. Wir vergessen mal nicht, dass du vorhin, obwohl der Typ stillgestanden hat, einfach 3 Zentimeter über seinen Kopf geschossen hast. Sehr schönes Ding. Von dem nehme ich mal alles mit, weil ich weiß nicht, ob man da irgendwas als Beweis vorlegen muss. Ey, sag mal. Und hiervon hätte ich gerne den Anführer der Glutsplitter. Wirklich, das. Und das sind so Sachen, also er kann ja immer viel behaupten, ne? Oh, ich habe das und das so lange gespielt, aber dass er behauptet, der hat dieses Spiel 300 bis 400 Stunden gespielt, der kennt das fast auswendig, ja? Da geht er in diese Glutsplittermine, ja? Das ist so mit das Erste, was du eigentlich besuchst, wenn du aus dem Anfangsdörfchen da rauskommst. Leute, ey, ich kann nicht mehr. Dann nimmt der von irgendeinem Random, nimmt der die Rüstung mit und sagt, ja, die brauchen wir vielleicht als Beweis. Rainer, du brauchst die Rüstung von dem Anführer. Du musst, nicht mal die Rüstung, Quatsch. Du sollst einfach nur den Anführer töten, so rum. Wirklich. Und das weiß man. Das weiß man, weil das jedes Mal so ist. Das ist jedes Mal so. Was hat der die 400 Stunden gemacht? Hat es sich im Kreis gedreht? War am Hauptmenü? Ich würde es wirklich gern wissen. Ich verstehe es halt nämlich nicht. Was? Alter, war der schön oder was? You gotta be fucking kidding. So. Bisschen Kohle ist immer geil. Was ist hier drin? Achso, nüsch. Nichts. Das Wort heißt nichts und nicht nüschts. Da ist kein Ü und kein Sch, das heißt nichts. Haben wir jetzt schon aufgemacht.
Kann man nicht Fasane auch abknallen? Hasen, glaube ich, gehen, ja. Habe ich ja schon gemacht. Aber Fasane weiß ich jetzt gar nicht. Man sieht die immer rumhängen, aber ich glaube nicht, dass ich schon mal einen Fasan gesehen habe, wie man den abmurkst. Es gibt keine Fasane im Spiel, die man jagen kann. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade auch schon überlegt, gibt es Fasane? Wüsste ich aber nicht. Also, ja, hat sich das auch geklärt. Nö. So, wenn wir das Schmieden machen, wir dann, wenn wir wieder in der Stadt sind, dann können wir auch dann das gleiche Zeug verkaufen. Das LP besteht zu 60% aus Zeug verkaufen und Schmieden. Ne? Es ist die reinste Tortur. Gut. Also noch einmal rumrennen um das Ganze. Njung. Njung. Dass sie hier mitten in der Höhle einfach mal eine Schmiede aufgebaut haben. Voll krass. Mit der Ese. Mit der Esse. Nicht Ö Ese, genau. Ese. Das ist eine Ese. Ich esse sie. Nein, das ist eine Esse. Was? Wirklich, also manchmal redet der so viel Schluss, da möchte ich auch einfach das Video schon wieder ausmachen. Ja, und ich finde auch diese Kommentarversuche von Rainer immer schrecklich. Boah, dass die hier, also Rainer, ich muss kurz den Schritt vorher erklären. Rainer denkt so, boah, das ist ein Let's Play, du musst jetzt irgendwas erzählen dazu. Boah, voll krass, dass die hier in der Ding, in der Höhle eine Schmiede gemacht haben. Krass, oder? Commentary, meine Freunde. Commentary. Eine Schmiedeesse, heißt das Ding. Ah, ein anderer Ausgang. Nice. Cool, was sind wir denn hier gelandet? Ach. Hä? Ach. Nee, doch. Ach ja, dann haben wir auch noch schöne, schöne Missionen erledigt. Auch schön. Jetzt sind wir auf Level 9, jetzt sind wir fast auf Level 10. Huch, den kann man wegstecken. Brauchen wir nicht. So. Halt, du bleibst stehen. So, wartet mal, wie lange müssen wir warten? Wenn es ja genug ist und der wieder da ist. Ich warte mal bis 8 oder so. Dann müsste der auf jeden Fall wieder an seinem Arbeitsplatz stehen. Im Gegensatz zu dir. Ah, da kommt er ja. Ach, dann beweg dich. Meine Güte, dann gehen wir eben erst zum Jarl. Alter, Falter, nochmal, na, das gibt's ja nicht. So, der hockt zumindest wieder auf seinem Platz. Schau mal, was Schönes. Ich habe den Anführer getötet. Genau, deswegen bin ich hier. Braucht ihr sonst noch irgendetwas? Das werde ich. So. Das wäre ich. Es wäre mir eine Ehre, ja? Das stand ganz genau so da, Rainer. Ja. Mein Gott, was sind schon Wörter und Buchstaben? Also, das ist doch. Weißt du, das System will dir das aufdrücken und Rainer lässt es einfach nicht zu. Das finde ich gut, finde ich wirklich gut. Du hast uns vorhin schon mal erzählt. So, ich möchte gerne ein Haus kaufen. Auch 5000, das ist das Geile. Ja, schauen wir mal. Ja, und ich möchte tatsächlich das Haus bauen. Das wird für uns ziemlich aufwendig werden, weil ja, wir einen Haufen Kohle reinstecken müssen und Zeit reinstecken müssen. Aber dieses Haus bauen ist auch geil, weil es uns auch Erfahrung wie Sau bringt. Stimmt nicht, man bekommt keine Erfahrung fürs Hausbauen. Ich wollte gerade sagen, also das wüsste ich auch nicht, aber gut, er erzählt auch einfach wieder Müll. Oh, no, 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 no. Was? Ich bin ein solches Arschloch, ey. Da ist die Stelle, die ich meinte. Aber sein ganzes Zeug verkaufen, das nicht mitbekommt. Ah, es ist schön, wirklich herrlich, herrlich. Wie kann man das so lange nicht mitkriegen? Ich habe mich gerade noch gewundert, warum ich ihm so viel Zeug abkaufen kann. Ach, ich bin ein solcher Idiot. Ey, jetzt habe ich ihm die Sachen abgekauft, anstatt ihm die zu verkaufen. Oh, super, jetzt haben wir natürlich absolut keine Kohle mehr. Ach, Mann, ey, im Ernst. Jetzt haben wir natürlich keine Kohle mehr. Jetzt haben wir nur noch 400.
Das ist einfach nicht wahr. Was ist denn das hier? Die Schenke. Oh, ich könnte nicht. Wirklich, wie kann man, also wie kann man so lost sein, Rainer? Und ganz ehrlich, das Spiel autospeichert doch relativ oft, dann lad doch einfach den letzten Save oder so. Schneid das raus, was du wiederholen musst und lad einfach den letzten Save. Keine Ahnung. Also, ach, Leute. So in den Arsch speisen gerade, ganz im Ernst. So. Wir können mal ein bisschen unser Zeug leveln. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ich könnte mich gerade echt ohrfeigen. So. Gibt es hier irgendwo einen Medizinladen eigentlich? Dann könnten wir ein bisschen die Tränke, die wir nicht benötigen, verkaufen. Die geben auch ein bisschen Kohle wenigstens, wenn du meinst. Was haben wir hier? Ah, hier ist ein Krämerladen. Da können wir, glaube ich, auch ein bisschen was verkaufen. So. Es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen angepisst bin, aber ich glaube, ihr könnt verstehen, warum. Okay, gleich schreie ich endgültig. Jetzt habe ich den Ding verkauft. Achso, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Super. Ja, dann gib mal Ruhe. Ihr müsst euch das wirklich mal vorstellen. Er verkackt das, ne? Er verkackt das mit dem Verkaufen. Er verkauft jetzt was er brauchte. Ja, und dann, ja, dann sinkt die Laune im Let's Play. Das merkt man. Ja? Dann wird der Mund wieder ganz klein und er hat wieder keine Lust und alles ist wieder doof. Und wie gesagt, wenn ich mich recht entsinne, cheatet er sich gleich Gold. Ja, mit der Ausrede, ja, mein Gott, ich hab's halt ein bisschen verkackt, bla bla. Ja, mal gucken, mal gucken. Jetzt stelle ich aus und einfach nur aus Protest was. Das ist richtig nervig. Oh, Alter. Wunderschönes Bild. Überlegen. Okay, passt auf. Wir machen jetzt was. Wir treten der Gilde der schwarzen Hand bei, oder wie diese geheißen hat. Und dafür müssen wir eine Kleinigkeit vorab machen, weil wir müssen um die. Um das zu machen, müssen wir wohin? Jetzt muss ich kurz auf die Karte schauen, wie das heißt. Dämmerstern war es nicht. Winterfeste war es, glaube ich. Eho. Ich möchte eure Kutsche mieten. Na. Ich würde auch behaupten, mit 400 Spielstunden sollte man die Hauptstädte bei Namen wissen, ne? Und nicht nur auf die Karte gucken müssen, welche das ist und wie die genau hieß. Aber egal. Ach, Winterfeste. So, finde ich auch gut, dass es immer erst abgezogen wird, wenn man schon wenn man erst einsteigt. Ja, das ist eine gute Methode gewesen, um da rumzureisen und sehr realistisch vor allem. Okay, ich bin falsch, na super. Das war falsch. Es war Winter, wo ich hin muss. 400 Spielstunden und er verwechselt die Hauptstädte. Kannst du dir nicht ausdenken. Nochmal zurück teleportieren, tut mir leid. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, also wir laufen ja normalerweise, ich rechtfertige mich gerade, oder? Wir laufen ja normalerweise rum, aber in Quest-Situationen teleportieren wir uns. Einfach damit es schneller geht. Und Ja, wie gesagt, das war von vornherein klar, dass das eine Bullshit-Aussage ist. Ich verstehe halt nur nicht, warum man so eine Aussage überhaupt trifft. In einem Spiel wie Skyrim. Das macht halt null Sinn. Ja, also für die Immersion des Spiels nicht so viel porten, sondern mehr laufen, aber dann bei jeder Gelegenheit porten. Also, es ist halt von vorne bis hinten dumm. ach Mann, ey, heute ist der Wurm echt drinnen, ohne Scheiß. Wenn wir in Winterfestes sind, im Winterhelm sind, dann werde ich euch, so schon gedacht, der ist nicht da. Dann werde ich euch sagen, in der nächsten Folge sagen, was wir vorhaben. Nach Winterhelm. So. Na gut, mal gucken, was dabei noch auf uns zukommt. Bisschen nervig. Vor der nächsten Folge muss ich meinen Pullover anziehen. So, gut. Ja, jetzt sind wir richtig. Ciao. Ach ja, Rainer, ciao. Naja, also ich kann es auch wieder nur sagen, Gott sei Dank hat Rainer so eine Expertise zu dem Spiel. Er weiß genau, was er macht, kennt alles in- und auswendig. Ach, herrlich. Und vor allem, wie immersiv alles ist. Wie immersiv dadurch, dass er halt nicht so viel portet, dass er das alles immer so gut erklärt. Also ich fühle mich manchmal wirklich, als ob ich in der Welt von Skyrim bin. Wirklich herrlich. Leute, was sagt ihr? Ich find's toll. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Wingelmungel. Ciao, ciao.